Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der SABEC. Ich muss erstmal hier ein bisschen Gerät nach Hause bringen, weil die Ballenpresse hat ja schon lange den Dienst hier erledigt. Aber steht immer noch etwas rum. Ich habe mir das mit dem Holz jetzt so überlegt, ne? Theoretisch, wenn ich... lass mal ganz kurz die Zeit vormachen. Jo, passt. Theoretisch kann ich auch, damit nicht zu viel Forst für euch kommt, weil das einige nicht gucken möchten. Einige ja, einige nein und du kannst es nie jedem recht machen, das weiß ich wohl. Aber falls wir die Frist nicht einhalten, muss ich unter der Woche halt längere Folgen machen. Aber ich glaube, so abwechslungsreich muss es trotzdem bleiben und das möchte ich auch für euch gestalten. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur mal die Ballen holen. Die Ballen sind so ein kleiner Dorn in meinem Auge. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so viele Ballen werden. Sonst hätte man das wahrscheinlich anders gelöst, dass man teilweise mit dem Ladewagen noch gearbeitet hätte. Aber ja, tanken wir erstmal den Trecker, ne? Das ist erstmal wichtig. Genau, Maschinenwaschen sollte ich auch mal. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben? Weil dann waschen wir endlich deine Maschinen. Das sieht ja aus wie Teufel. Das ist so. Das ist so. Aber war schon viel im Einsatz, muss man auch sagen, ne? War auch schon viel im Einsatz. So. Okay, der Kracher wird nicht bis hier erreichen. Lass mal ganz kurz warten, bis er voll ist. Genau, hier waren wir ja stehen geblieben. Das können wir jetzt auch mal so lassen. Weil wir haben jetzt schon einen ganz großen Fleck rausgeschnitten eigentlich. Und das nur in einer Folge. Das heißt, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass das relativ bald läuft, fertig wird, wie auch immer. Hier ist noch so ein kleines Problemchen. Und zwar, ja. Das mit den Ballen ist halt so eine Sache für sich, ne? Du willst eigentlich nicht ohne Ballen spielen, du willst aber auch nicht, dass es so, ja, wie soll ich sagen, dass es so rumbackt. Das möchte eigentlich niemand, glaube ich. Natürlich nicht eingeschlossen. Und deswegen, wenn man das jetzt, ja, was soll ich euch sagen? Ich werde es einfach so lange versuchen, bis es irgendwie funktioniert. Ich möchte halt auf Biegen und Brechen kein Autostack haben. Das möchte ich irgendwie nicht. Weiß nicht warum, aber dass es echt so schwierig ist. Und ich habe auch eure Kommentare entnommen. Also das geht nicht nur mir so. Es ist nicht so, dass ich es nicht könnte oder irgendwas. Aber teilweise hat das gar nichts mit Können, sondern mit Glück. Wie verhält sich der Attacher? Wie ist das oder das oder das? Das hat gar nichts mit Können zu tun teilweise. Immer teilweise natürlich schon, ne? Aber nicht immer. So, lass mal die... Oh, lass mal die hier rumschubsen. Bisschen. Wow, die bewegen sich kein Millimeter. Guck dir das mal an. Kein Millimeter. Okay, ich glaube, wir müssen einfach die Hänger... Ah ja, ich weiß warum. Der war voll. Ich habe gespeichert und geladen und dann wurde alles durch die Gegend geworfen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ah gut, das ist nicht das Problem. Ich werde jetzt auf alle Fälle zwei Hänger voll machen. Und dann das nach Hause fahren. Wobei mir nochmal in die Kommentare geschrieben wurde, dass die Außenansicht sehr, sehr viel besser funktioniert als die Innenansicht beim Ballen verladen und transportieren. Das werde ich jetzt heute mal so testen. Weil ihr habt natürlich auch alle mega Erfahrungen in solchen Sachen und deswegen... ja, jetzt hängt natürlich wieder extrem Kacke drin, ne? Ja? Ne, geht sogar, okay. Das kann ich reparieren. Beziehungsweise justieren. Kann ich nicht hüpfen? Doch. War doch... Ich bin ja immer sportlich gewesen. Ne? So. Können die vielleicht... Lasst euch nochmal drüber reden. Ein bisschen, ne? Ne, die bewegen sich... Ah, doch, jetzt. Könnte auch sein, dass ich einfach nur ein bisschen festpacken. Das hast du halt nie in der Hand. Ja. Das, ja. Ja, sehr gut. So, schön. Oh, nee. So passt eigentlich perfekt. Ich mach mal hier. Oh, nee. Ja, perfekt. Dankeschön. Ne? Also, wie gesagt. Manchmal läuft's. Oh, nicht. Aber, so. Im Endeffekt, wir haben bis jetzt noch immer alles geschafft, was wir machen wollten. Und so wird es auch diesmal sein wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich hier Allrad brauche und so weiter und keine Sperren. Ich weiß, ich habe das so gut wie immer an, aber ich vergesse es einfach auszuschalten. So, nehmen wir ein bisschen mehr zurück. Yes. So können wir das wohl verwenden. Da hinten liegen auch noch zwei Stück, das ist perfekt. Den nehmen wir auch gleich mit, nicht, dass ich sowas vergesse hier. Das möchte ich natürlich auch nicht. Abladen werde ich sie wahrscheinlich in Eigenregie außerhalb der Aufnahme, glaube ich jetzt mal. Aber wie gesagt, versprechen kann ich gar nicht. So. Du musst halt echt alle... Ne, die passen aber, glaube ich. Doch, die passen. Die kann man so lassen. Die kann man so lassen. Okay, dann holen wir nochmal
Moment. Genau, so war das, ne? Ja, so ungefähr passt es schon. Genau, dann holen wir nochmal die zwei da hinten. Die sind da ein bisschen ausgebüxt. So, wie viel haben wir jetzt? 5 Minuten. Oh, läuft doch. Läuft doch bei uns. So. Passt. Genau. Also wie gesagt, Plan ist jetzt erstmal die hinteren Hänger voll zu machen, dann den vorderen. Und dann einfach mit der ganzen Fuhre nach Hause zu fahren. Mal gucken. Ich glaube, ich muss dann nochmal herkommen, weil nicht alle Platz haben werden. Bin ich der Meinung. Richtig abgezählt habe ich es jetzt aber auch nicht. Ihr feiert den Fan total, ne? Ich verstehe gar nicht warum, aber es ist schon cool, aber jetzt so das Mega-Modell ist es halt auch nicht. Aber wahrscheinlich ist halt das so ein Modell, das halt wahrscheinlich ein paar von euch auch zu Hause stehen haben. Weil ich glaube nicht, dass jeder von euch einen Fan 939 zu Hause stehen hat. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Da wird halt diese Modellreihe wird halt eher ja, vertreten sein auf den privaten Höfen. Das wie jetzt irgendwo so hier Monstermaschinen. Show the law. Wie gesagt, ihr kennt das schon beim Ball verladen. Wenn ich nicht spreche, dann muss ich mich sehr stark konzentrieren. So, hier ist nichts mehr, okay. Tatsächlich war hier noch einer, den nehmen wir auch gleich noch mit. Es gibt so Tage, da hast du einfach Bock auf Ballen verladen, ne? Und dann gibt es so Tage, so wie gestern, wo ich das Video für den heutigen Mittag aufgenommen habe. Da hatte ich einfach überhaupt keinen Bock auf Ballen verladen, deswegen sind wir da in den Forst gegangen. Und das ist eben auch das Schöne, dass du einfach machen kannst, wo du Bock drauf hast und es trotzdem einigermaßen gut bei den Leuten ankommt. So. Nee. Mal ranschubsen. So. Gucken wir mal, wie sieht der Spieß? Ah, wir sind ein bisschen zu hoch, okay. Ja, jetzt könntest du eigentlich loslassen. Ja, genau, okay. Läuft. So, ein bisschen nachdrücken. Dem Ganzen ein bisschen Nachdruck verleihen. Ne? So, läuft. Und dann gleich die nächste Fuhre. So, das heißt. Oh, der hat da. Okay, cool. Ja, okay, das passt. Lass mal die zwei gleich nehmen. Die knallen nach oben rauf und dann ist der hintere Anhänger schon mal ready. Ja, momentan werden relativ wenig Strohballen gepresst in Real, ne? Da wird momentan, glaube ich, ist so Häcksel, die Häckselsaison. Also mit Strohballen ist da nicht viel. Aber ich glaube, auch wenn Häcksel momentan angesagt ist, es werden wieder einige Silageballen erstellt werden. Mais-Silageballen, so ist eigentlich die richtige Formulierung. So. Gut, holen wir gleich nochmal den hier. Dann gucken wir mal nach. Da hinten haben wir noch 2 Stück. Jo, das läuft. Ah, da hinten ist einer runtergefallen. Oh nein. Das ist nicht gut, wenn die wieder runterfallen nach der Reihe. Noch der Reihe auf der Lauer. Zack. Okay, den machen wir hier hinten noch drauf. Man muss mal die Bremsen wieder machen lassen bei dem Fan. Die funktionieren nicht so gut. Jetzt fällt er wahrscheinlich. In irgendeine Richtung. Oder muss ich hier noch ein bisschen nachjustieren? Ja, das passt. Du liegst nicht optimal, ne? Oh oh. Muss ich da immer reinpfuschen, ne? Jo, jetzt aber, ne? Passt. Sieht sogar schön aus, ne? So, okay. Gut. Nehmen wir den jetzt noch mit, den wir hier haben. Könnte ich dann ziehen, theoretisch? Könnte ich dann die zwei Wagen weiter vorziehen? Ich glaube schon. Ich glaube, das wäre dann möglich. Oh nein. Das verstehe ich teilweise auch nicht. Aber das haben wir letztes Mal schon besprochen, ne?
So, raus hier. Und dann machen wir das nochmal so. Perfekt. Okay, der noch rauf. Und dann werden wir das ganze Stück ein bisschen, den ganzen Zug nach vorne ziehen. Weil hier vorne einfach noch viel mehr Ball liegen. Und bevor ich da jetzt die ganze Zeit hin und her fahre, fahre ich die einmal mit den Hängern vor. Und dann läuft das. Ja, sind wir dran. Läuft. So. Anhängen und weiter vorfahren. Ich hoffe, dass nicht wieder alles um die Ohren fliegt, wenn ich jetzt losfahre. Jo. Ich fahre aber ganz langsam, ne? Okay, das war schon mal nicht so schlecht. Ja, es bewegt sich. Das ist schon mal die halbe Miete, es bewegt sich. Also wichtig ist auf alle Fälle voll machen und zum Hof bringen. Weil wenn sie mal am Hof sind, ist es nicht so schlimm, wenn dann zwei, drei runterfallen. Aber am Hof, das ist ganz, ganz wichtig. Und darum geht es ja auch hauptsächlich, dass sie im Hof sind. 1, 2, 3, 4. Oh. Moment. Wir kommen das hin. So. Okay. Das heißt, hier haben wir noch 4 Stücke. War nicht schon ein relativ großes Feld, ne? Muss man ehrlich sagen. Aber für die Zukunft muss man sich da was überlegen. Ah, ich bin echt so ein Gegner von diesen Autostack-Gedöns. Ne? Ich sag's immer wieder. Aber, ja. Ich weiß es nicht. Ich möchte mir alle Optionen offen halten. Vielleicht werde ich einfach mal was machen, wo ich schon seit Ewigkeiten gegen bin, aber trotzdem einfach mal machen. Kennt ihr diesen Fliegelwagen? Diesen Fliegel DPW 150 oder wie der heißt? Ich habe den einmal verwendet. Funktioniert einwandfrei, ne? Geht mit nicht. Aber er ist halt fernab der Realität. Weil du drückst ein Knöpfchen und dann ist das blub, 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 blub. Alles auf dem Hänger. Ganz schön geordnet. Schön Bändchen rum. Weiß ich nicht. Oder ob man, ja. Oder ob man kann auch sagen, gut, das ist der einzige Kompromiss. Oder die einzige Sache, die es nicht so geil ist. Und der Rest ist aber schon relativ cool gemacht. Wer nicht, ja. Wird auch verkraftbar sein, glaube ich. Also, es werden keine Menschenleben durch beendet werden, glaube ich. Nur wenn ich jetzt einen anderen Hänger nehme, der einfach vollautomatisch funktioniert. Und zwar richtig vollautomatisch. Den muss ich halt mit der Hand jetzt nachjustieren. Weil der einfach schon von Haus aus so schief in der Gabel drin war. Aber, guckst du hier? Guckst du da? Ich glaube, das... Moment. Okay. So, nochmal ein Stückchen zurück. Zurück. Also, Sir. Ja. Kannst du nicht da zurückbleiben? Danke. Sehr gut. Okay. Nochmal ein Stückchen zurück. Hier vorne. Nee, hier, wie war das? Genau, hier liegt noch einer im Wald. Und einer hier vorne. Andere Seite auch nochmal zwei, drei Stück. Okay. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle nochmal hierher fahren. Aber ich glaube, wer hat die Badewanne hingestellt? Warum steht hier eine Badewanne? Ah, ist das vielleicht zum Trinken für die Kühe? Aber mitten im Wald? Das macht keinen Sinn. Auf der Weide würde ich, habe ich schon mal sowas gesehen, aber mitten im Wald wüsste ich jetzt so nicht, was eine Badewanne zu suchen hatte. Hm. Oder vielleicht muss man statt 100 Goldmünzen hier 100 Badewannen finden. Das kann auch sein. Wär mal was anderes. Naja. Boah, da wächst schon das Gras raus. Igittigit. Alter Schwede. Ist ja ekelhaft sowas. So. Okay, nice. Das heißt, wir haben jetzt noch eine 4 vorne. Haben wir noch ein bisschen Innenansicht. Für die Innenansicht-Fans unter euch. Muss man einen Schluck trinken, ey. Hm. Lecker. So, runter das Ding. Manchmal funktioniert es einfach so auf, ne?
Auf Anhieb? Manchmal gar nicht. Aber das ist halt nun mal so. Aber ich glaube, wir haben schon relativ viel geschafft. Und das ohne großartig zu fluchen, ne? Muss man auch immer sagen. So. Siehst du? Das passt. Manchmal passt es einfach. Und ich verstehe jetzt aber nicht, was es jetzt schon wieder macht. Weil ich habe es nicht aufgekippt. Bin ich der Meinung. Jo, passt. Nochmal zurück. Okay, dann haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4 Stück zum Verladen. Okay. Wir sind zwar schon über der Zeit, aber es ist egal. Weil ich habe gesagt, zwischen 15 und 30 Minuten ist so das Ding, was ich mache. Vielleicht sind auch mal 10, vielleicht sind es auch mal 3/4 Stunde. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie es halt, ne, was ansteht, was gemacht werden muss. Es muss natürlich mehr gemacht werden, nur das Problem ist, das Video wird sowieso zu spät kommen, das weiß ich jetzt schon. Aber es ist, ich habe halt früher keine Zeit gehabt, das ist halt einfach so. Nach vorrollen bitte. Yes. Okay. Ey, dann haben wir heute aber ehrlich einiges geschafft. Ne? Muss man ehrlich so sagen. Aber hier muss man nochmal hoch, ja. Unbedingt. 3, 6, 7, 9, 11, ja, sind schon noch einige. Aber ich glaube, einmal noch und dann ist gut. Vielleicht machen wir das auch gleich morgen mittags. Genau, nochmal eine kleine kurze Sache. Ich weiß nicht, ob der Leo ein Info wieder gemacht hat oder nicht. Es ist heute kein Micmap-Video vom Leo gekommen. Das liegt daran, der Leo, vielleicht habt ihr seine Videos gesehen, beim Leo ist das Problem, oder war das Problem, dass die Aufnahmen, speziell abends, sehr, sehr nicht farbecht waren, sagen wir mal so. Also die waren, wie sage ich das jetzt am besten, die waren sehr, sehr orange oder sehr, sehr gelb. Ich weiß nicht, warum. Da hat der Leo umgestellt, hat aber auch ein Testvideo gemacht, ob das denn alles läuft. Im Testvideo hat alles funktioniert, ne? Nur, dann nicht mehr. Wir haben 4 Folgen aufgenommen, am Mittwoch, glaube ich, war das. Hallo, was ist denn das hier schon wieder? Ach, komm. Am Mittwoch haben wir das aufgenommen. Und er hat sie versucht zu rendern und es ging nicht. Weil der Codec irgendwie nicht, irgendwie gestreikt hatte. So. Der Leo ist gerade dabei, das zu reparieren. Beziehungsweise vielleicht noch irgendwas zu retten. Aber er kann nicht hundertprozentig sagen, ob die, also von heute bis Dienstag irgendwas mit Micmap-technisch von ihm kommt. Er hat gespielt, es geht weiter auf alle Fälle bei ihm. Aber es ist halt mit den Aufnahmen echt dumm. Dumm gelaufen einfach. Und du kannst das nicht einfach nochmal aufnehmen, weil ich habe ja meine 4 Folgen und ich habe ja einiges erreicht in diesen 4 Folgen. Ne? Deswegen kann ich nicht sagen, ich werfe es jetzt einfach weg und wir machen sowas, wie nie was gewesen wäre. Das ist ja nicht der Fall. Weil wir spielen ja fortlaufend. Also wie gesagt, wenn kein Video kommt, bitte nicht böse sein, es war nicht beabsichtigt von uns, aber manchmal hat man es einfach nicht in der Hand. Man möchte eigentlich was Besseres für euch bringen und dann macht man es eigentlich nur, dann ist es eigentlich schlechter wie vorhin und das, ja, ist halt nicht so geil. Aber wir können uns da jetzt noch 5 Stunden drüber unterhalten. Ich kann es nicht ändern, der Leo kann es nicht ändern, er versucht es zu fixen, er versucht es die Aufnahmen zu retten und wenn was kommt, kommt was und wenn nicht, dann bitte nicht böse sein. Dafür kommen ja wieder umso mehr Streams von den guten Leo-Leosen. So, ja, ja, ja. Sehr gut. 2 Stück noch, liebe Leute. 2 Stück noch, dann ist die Karre voll. Und ich glaube, wir haben das halbe Feld haben wir aber schon, ne? Kann man schon so sagen. Das halbe Feld haben wir schon. Hinten liegen noch ein paar, aber das ist ja dann Kleinigkeit für uns. So. Zack. Der war wieder traumhaft aufgenommen, ne? Manchmal läuft das so gut. Echt so, so gut. Ah, das wird ein geiles Thumbnail werden. Ihr habt das schon gesehen, ich glaube nicht, weil ich musste das machen. Aber ich musste erst einige Sachen dafür noch machen, um dieses wunderschöne Thumbnail, das ich jetzt momentan nur im Kopf habe, zu bekommen. Bisschen weit links, ne? Yes. Noch einer? Noch einer, bitte. Einmal geht noch. Was? So. Nehmen wir den hier am besten, ne? Komm. Was soll der Geiz? Also, das ist eine gute Taktik. Geradeaus hinfahren. So, passt. Höhenmäßig checken, ob das passt. So. Löp. Passt.
Ja, da musst du ein bisschen wie. Fällt uns da relativ spät ein, muss ich auch sagen, aber da musst du ein bisschen wie. Hier liegt noch einer, den werden wir dann mit dem Frontlader mitnehmen. Ne? Wenn, dann reizt man das komplett aus hier. Oh, Alter, die Bremsen. Lassen zu wünschen übrig. Ne? Wenn du da jetzt einmal voll reinknallst, liegen alle Ballen wieder am Boden. Also musst echt so vorsichtig sein, teilweise. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Hänger sind voll. Natürlich kann ich jetzt oben rauf auch noch einen raufpacken, aber das packt der Hoftrag nicht. Wobei wir sowieso mit dem hart nach Hause fahren müssten, ne? So, gerade passt. Nach unten. Löppt. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Ankuppeln, fixieren und ab nach Hause. Okay. Muss ich nochmal das Menü anmachen? Ballen loslassen. Das heißt, sie sind fixiert oder was? Befestigen. Befestigen. Jetzt müssten sie alle befestigt sein, richtig? Glaube ja. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier. Zack. Und zack. Warntäfelchen haben wir auch. Sehr gut. Genau, Fenster auf. Mal den Trecker ein bisschen auseinanderbauen. Das machen wir weg. Dann machen wir hier die Rule an. So, dann fahren wir nach Hause. Voll bepackt mit tollen Sachen. Ja, das ist schon cool. Das wird auch so, wird das Thumbnail ungefähr werden. Boah, haben wir schon einiges. Es sind jetzt 10 Stück, 20 Stück, 21 Stück, ne? Und das, ja, ist schon krass. Schon nicht. Das ist halt, sind halt die Momente, wo du denkst, okay, du hast jetzt 15, 16 Minuten dafür gebraucht. Aber es sieht halt schon richtig geil aus, ne? Da muss man ja einfach so sagen. Jo, das sieht richtig nice aus. Schön, 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 schön. Vielleicht werden wir einfach mal morgen mittags mit dem Frontlader hier abladen. Das können wir ja auch mal machen. Nicht immer nur mit dem Hoftag. Wir können auch mal den Frontlader verwenden. Wenn wir schon am Hof haben, spricht ja eigentlich nichts. Ich liebe diese Kurvenfahrten, ne? Das hier. Das sieht so mega geil aus. Nice. Nice, nice, nice. Alter, hast du mich jetzt erschreckt. Du Kuh! Irgendeiner von den Brandern hat schon 22% Schaden. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich damit normal umgehe? Nee. Das Silo ist übrigens immer noch am Gern, ne? Für die Leute, weil da auch jemand gefragt hat, ist das Silo noch da oder haben es die Vögel gefressen? Nee, das ist tatsächlich noch da. So, kommen wir hier rum. Ich möchte mich jetzt nicht aushebeln. Doch, das läuft. Gut, liebe Leute, ich darf mich für den Moment von euch verabschieden. Wenn es gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns morgen mittags. Oh, den haben wir auch noch hier, ne? Zu einer weiteren Folge auf der Sabek. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.